Sein Name ist R.P. McMurphy. Er ist 36 Jahre alt. Er wird in die staatliche Nervenheilanstalt eingeliefert. Man hält ihn für verrückt. Warum glauben Sie, kommen die auf die Idee? Das ergibt überhaupt keinen Sinn für mich. Jack Nicholson ist R.P. McMurphy in Einer flog über das Kuckucksnest. Glauben Sie, dass mit Ihrem Verstand wirklich irgendwas nicht in Ordnung ist? Da ist alles in Ordnung, Doktor. Entschuldigen Sie, Miss. Meinen Sie, dass es möglich wäre, die Musik etwas leiser zu stellen? Ein paar von uns möchten sich nämlich gern unterhalten. Sie verschmieren die Scheibe, Mr. McMurphy. Oh, mächtiger Himmel, die macht doch mit euch Jungs, was sie will. Er verstößt gegen alle Regeln. Eine kleine Veränderung hat noch nie geschadet. Hm? Eine kleine Abwechslung. Er provoziert das Pflegepersonal. Oh, ich bitte Sie, das können Sie uns doch jetzt nicht antun. Das können Sie uns doch jetzt nicht antun. Kommen Sie jetzt nicht auf diese Scheißtour. Wir haben eben abgestimmt und es steht 10 zu 8. Und ich verlange, dass der Fernseher angestellt wird auf der Stelle. Ich halte ihn nicht für stark psychotisch. Ich will, dass das geschieht! Aber er ist gefährlich. Er lehnt sich gegen das System auf. Herrgott nochmal, ihr alle redet unentwegt davon, wie scheußlich und unerträglich ihr es hier findet. Und dann habt ihr nicht die Courage, einfach abzuhauen? Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht. Moment, was ist da los? Er nimmt sich einer Gruppe hilfloser, gebrochener Männer an und zeigt ihnen, wie man wieder leben kann. Wir sind von der staatlichen Nervenheilanstalt. Das ist Dr. Cheswick, Dr. Tabor, Dr. Scanlon und ich bin Dr. McMurphy. Fisch! Fisch! Hab Fisch dran! Hilfe, Mac! Ganz dicken! Geh weg da! Ich hol ihn dir raus! Und er zeigt ihnen, wie man wieder lachen kann. Was ist denn mit euch Armleuchtern, Knalltüten, Bekloppten? Wo bleibt der Applaus für Herrn Kumpel Randall? Er hilft ihnen, sich an das zu erinnern, was sie vergessen hatten. Ihre Würde. Danke, Mac. Danke. Ich werde dich nie vergessen. Jack Nicholson ist R.P. McMurphy. Wenn er verrückt ist, was sind dann Sie?